Herzlich willkommen zur Darstellung des Trusty-Tuber und des Flexi-Tuber-Videos. Heute zeigen wir Ihnen die Speiseröhre, Luftröhre und den Rachen und erklären Ihnen alles, was Sie über die Anatomie wissen müssen, um ein sicheres Drenching zu gewährleisten. Auf dem Plakat ist ein Kälberumriss dargestellt, damit Sie die richtige Position erkennen, wo sich die anatomischen Strukturen befinden. Hier sehen Sie die Zunge und die Rachengegend. Dieser weiche, dehnbare, zusammengefallene Schlauch stellt die Speiseröhre dar, welcher in den Magen mündet. Er liegt oberhalb der Luftröhre, welche eine halbstarre, blasse Röhre ist, die im unteren Halsbereich liegt. Der Eingang zu der Luftröhre ist hier, der einzige Eingang und Zugangsweg für Milch und andere Flüssigkeiten in die Lunge. Glücklicherweise sind die Strukturen so angelegt, dass bei einem Tier im Bewusstsein Flüssigkeiten leichter in die Speiseröhre als in die Luftröhre gelangen. Wenn man mit den natürlichen Reflexen des Tieres arbeitet, kann es gut vermieden werden, in die Luftröhre zu gelangen. Wie Sie sehen, befindet sich die Luftröhre unterhalb der Speiseröhre. Um den Eintritt in die Luftröhre zu vermeiden, ist es wichtig, nicht mit Kraft die Nase des Kalbes nach oben zu ziehen und den Schlauch nach unten zu drücken. Auch wenn man dazu tendiert, den Schlauch weit nach unten zu schieben, schließt sich die Luftröhre automatisch, um ein Einführen des Schlauches zu vermeiden. Eine beachtliche Kraft wäre nötig, um den Schlauch durch den Eingang der Luftröhre einzuführen. Um das Eindringen in die Luftröhre zu vermeiden, ist es wichtig, niemals die Nase des Kalbes mit Kraft nach oben zu ziehen, niemals den Schlauch mit Kraft abwärts zu schieben und nicht gegen einen Widerstand vorzugehen. In erster Linie soll keine Kraft angewendet werden. Das Kalb sollte sich in einer angenehmen Position befinden und gefühlvolle Hände sollten den Schlauch bedienen. Ein flexibler Schlauch kann sich so biegen, um dem Weg des geringsten Widerstandes zu folgen. Somit kann die Luftröhre umgangen werden und mit dem Schlucken des Kalbes der Eingang in die Speiseröhre ermöglicht werden. Dies ist unser erstes Anliegen. Behutsames Bedienen und sanfte Hände sind wichtig, um die Luftröhre zu umgehen. Der nächste wichtige Aspekt ist es, den Schlauch weit genug einzuführen. Der Schlauch muss den Luftröhreneingang deutlich passiert haben und einen stabilen Halt während des gesamten Drenchings haben. Dann kann keine Flüssigkeit in die Luftröhre und Lunge gelangen. Die Sicherheitsmarkierungen am Schlauch zeigen auf, ob der Eingang der Luftröhre passiert wurde. Dadurch, dass der Schlauch flexibel ist, ist es besser, den Schlauch eher zu weit einzuführen als zu wenig. Drittens, wie kann die Position des Schlauches überprüft werden? Viele Menschen möchten zur doppelten Sicherheit den Sitz des Schlauches überprüfen. Dadurch, dass die Speiseröhre ein weicher, zusammengefallener Schlauch und die Luftröhre eine starre Röhre ist, kann man die Bewegung der Spitze des Schlauches in der Speiseröhre entweder sehen oder auch fühlen. Die Rinne im Halsbereich, in der man auch die Jugularvene für intravenöse Verabreichung findet, dient als Hinweisstelle für den richtigen Sitz. Dieser ist am besten auf der linken Seite zu beurteilen, da die Speiseröhre vermehrt auf der linken Halsseite liegt. Dies kann man sich gut merken, da die Speiseröhre in den Pansen mündet und dieser sich auf der linken Seite befindet. Vierter Sicherheitspunkt. Es scheint so, dass der Schlauch fest in der Speiseröhre sitzt und ein Rückfluss nicht möglich ist. Doch dies ist nur bei einer limitierten Menge der Fall. Deshalb ist es wichtig, dass der Kopf und Hals des Kalbes über dem Level des Magens bleibt, damit die Flüssigkeit nicht zurückfließt und über die Speiseröhre hoch in die Atemwege gelangt. Achten Sie darauf, dass Kopf und Hals nicht zu tief kommen. Wenn man selbst zu klein ist, ist es schwierig, sich über das Kalb zu stellen und den Kopf zu halten, sobald dies den Kopf lang nach unten zieht. In dem Fall ist es leichter, das Kalb von der Seite aus zu versorgen. Das gleiche gilt auch bei der Überfütterung. Wenn der Magen überfüllt wird, gelangt die Flüssigkeit zurück in die Speiseröhre. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Tierarzt über die Menge, die gefüttert werden sollte. Auf welcher Seite der Schlauch eingeführt werden sollte, ist eine ganz gewöhnliche Frage. Wie bereits erwähnt, ist der sanfte Umgang und das schonende Einführen des Schlauches der wichtigste Hinweis.
Um auf die Frage einzugehen, es sollte die linke Mundseite des Kalbes favorisiert werden, um den Schlauch einzuführen. Der Eingang der Luftröhre befindet sich mittig, wohingegen sich die Speiseröhre etwas auf der linken Seite befindet. Somit ist die linke Seite besser, um den Schlauch einzuführen. Trotzdem sollte ein mit Kraft abwärts gerichteter Winkel vermieden werden, um nicht in die Atemwege zu gelangen. Wie Sie sehen, öffnet der obere Teil des Rachens auf diese Art und Weise und der Luftröhreneingang liegt eher vertikal als horizontal. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb es deutlich leichter ist, mit dem Schlauch in die Speiseröhre zu gelangen als in die Luftröhre. Zuletzt können Sie erkennen, wie empfindlich das zugehörige Gewebe ist. Die Speiseröhre ist sehr dünn und die Strukturen um den Rachen herum sind schwach, gering durchblutet und mit wenig Heilungschance. Deshalb ist es umso wichtiger, vorsichtig zu sein und ein sanftes Material, insbesondere einen flexiblen Schlauch, zu verwenden, um Verletzungen und Schmerzen zu vermeiden. Um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Erstens, um ein Eindringen in die Luftröhre zu vermeiden, sollte das Kalb vorsichtig fixiert werden und sanfte Hände am Schlauch ermöglichen eine sichere Positionierung. Nicht mit Kraft die Nase nach oben ziehen oder den Schlauch nach unten schieben. Versuchen Sie, für Ihr Gewissen den richtigen Sitz des Schlauches doppelt zu überprüfen. Zweitens, schieben Sie den Schlauch weit genug hinein und vergewissern Sie sich, dass er dort die ganze Zeit während der Fütterung verbleibt. Drittens, stellen Sie sicher, dass Kopf und Hals nicht unter die Höhe des Magens kommen.